Hallo und willkommen zurück im Ersten Weltkrieg. Ja, ich habe gesehen, wir haben eigentlich noch ein paar Produktionspunkte. Ach ja, ich habe noch ein paar Forschungspunkte vergeben. Und zwar hier in Frankreich für den Zwei-Wellen-Antrieb. Weil hier waren ja Fokuspunkte noch offen und Serbien wollte auch was. Und da habe ich einfach mal die hypopneumatische, obwohl eigentlich Mündungsfeuer gegen Artilleriefeuer wäre nicht so schlecht gewesen. Aber ich nehme trotzdem mal diese Haubitze. Ja, aber wir haben noch Produktionspunkte. Zum Beispiel bei den Briten. Jetzt frage ich mich natürlich, wollen wir lieber dann eine Artillerie kaufen das nächste Mal und die mit einsetzen oder doch eine Kavallerie oder nochmal eine Infanterie rüberschicken? Ich wäre für noch eine Infanterie und dann werden wir uns mal was Schweres mit reinnehmen. Ne? Und bei den Russen, da würde ich trotzdem mal eine Kavallerie noch mitnehmen. Obwohl, die haben schon genug, ne? Die haben 3 Kavallerieeinheiten. Vielleicht ist. Ich meine, da kommen dann hier 3 Infanterieeinheiten, aber reicht das? 4 wären besser. 4 wären besser, ne? So, dann wollen wir schauen. Wo geht's als erstes hin? Natürlich nach Serbien. Mal schauen, wie die Linien halten oder auch nicht. Ne? Die Flugzeuge sind Gott sei Dank zu der Zeit nicht so effektiv. Da haben wir eine Garnison verloren. Und da rückt er nach. Und noch mehr. Immer mehr Truppen kommen in Serbien an. Die wollen es da unten wissen. Vor allen Dingen immer mehr deutsche Truppen. Auf der anderen Seite, wow, der rückt nach und meine, da hätten wir doch eine Kavallerie nehmen sollen. Rückt er nach? Ansonsten wäre es nicht schlecht. Was passiert hier drüben? Ah, und da geht er in Lüttich rein. Verdammt! Und wir schießen uns zurück. Ja? Wir waren es schon so gut wie in Lüttich, ne? Wir waren so gut wie in Lüttich. Wisst ihr das? Was kommt da? Noch ein Konvoi. Ah, die Dardanellen haben sie geschlossen. Verdammt, sowas ärgert mich hier. Wir haben 2 britische, die dazukommen. Und wir haben den Nikolajewitsch. Judenitsch. Hat all die Eigenschaften, die nötig sind, um einen erfolgreichen General der Armee zu werden. Ja, den stellen wir gleich auf. Und zwar stellen wir den. Nee, Garnison auf keinen Fall. Infanterieeinheit. Aha. Ich würde ihn lieber hier in die Infanterieeinheit. Oder wir lassen das. Er ist ein vorsichtiger und beständiger. Oder wir lassen ihn Kavallerie. Wir lassen den ein Kavallerie-General sein. Obwohl mir es eigentlich lieber wäre hier. Infanterie, oh, schwer zu sagen, nicht dass, weil die Infanterie, die hält sich länger als Kavallerie. Und wir haben einen weiteren britischen General. Ah, den könnten wir gleich ins Expeditionskorps stecken. General Sir Frederick Stanley Maud ist eher ein vorsichtiger, beständiger. Aha. Dann stecken wir hier ins Expeditionskorps rein. Und dann schauen wir, was weiter passiert. Ne? Ja, das hat sich jetzt hier ein bisschen gewandelt. Lüttich, ne? Mist. Wir hätten Lüttich. Es hat sich hier in Spadau und vor allen Dingen hier, ne? Schaut mal hin. 0-0, 0-0, 0-0, 0-1 sogar. 1-0. Ja, aber
bringen uns ja nichts. Was passiert denn eigentlich hier? 1-3. Warum? Warum sind die so gut? 1-1. Warum sind die so gut dort? Wir haben bei den Franzosen genug Munition, um mal wieder zu schießen, aber Hindenburg. Den würden wir anschießen, aber für was? Sag ich euch, für was? Dann lieber hier. Ja, schön ist nicht. Aber kann ich mit leben. So, Verdun, die große Festung. Die große Festung ist gerade mal mit... Ah ne, 10, ja, ist perfekt. Wieso kannst du so wenig? Ah, und das hier ärgert mich jetzt schon total, ne? Das hier ist... Wir hätten's gehabt. Hätten's wirklich. Und hier geht gar nichts mehr. Seht ihr das? Was, ich kann mit meiner Kavallerie auf das Flugzeug und... Was ist, wenn ich gar nicht auf Flugzeug drauf möchte, sondern hier einfach weiterziehen möchte? Wie geht das? Ich möchte eigentlich hier hinziehen. Kann auch drunter ziehen, oder? Geht da wahrscheinlich... Kann ich nicht unter Flugzeugen drunter ziehen? Das wäre schade, oder? Ja, die können auf alle Fälle weiter hier drauf feuern. Lieber wäre mir es aber, wenn wir hier irgendwas machen könnten. Sowas vom verrückt, oder? Null, eins, null, 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 null. Ah, wir haben so schön, wenn wir Brüssel wieder zurückerobern würden und die könnten da rein. Der wird sich wieder komplett... Ah, oh, die haben das so gut hier gemacht. Wir kommen hier keinen Meter vorwärts. Wir haben noch eine Infanterieeinheit. Wartet mal, dann gehen wir ins Auge des Löwen. Oder kümmern wir uns erst. Kümmern wir uns wirklich erst um den hier? Der macht mich hier wahnsinnig. Garnison. Na, was soll's? Nee. Lass mal. Lass mal. So, hier haben wir einen Zweier. Den Zweier... Den setzen wir mal zurück. Und die Infanterie, die kommt hier rein. So, dann ist der Frontverlauf eigentlich wieder hergestellt, ne? Obwohl wir den zurücksetzen sollen, weil... Schaut mal hin. Oder hier rüber. Oder hier rüber. Ja, hier haben wir keinen Stich. Sehen wir keinen Stich mehr. Gut. Das war nicht so schlecht.
das war toll. Egal. Egal. Ach so. Ah, ich bin ja doof. Ah. Ich gehe mal hier hin. Obwohl, der wird sich wieder aufrüsten. Diese Artillerie, ne, das wäre natürlich toll gewesen, wenn die dran hätte glauben müssen. Ne? Aber wollen wir nicht. So, hier unten haben wir nichts. Ich bin der Meinung, wir lassen das so. Oder wollen wir... Wo ist das? Eine Garnison. Mist. Wartet, wir haben noch einen, der hier unten... Ach no, nee, der ist schon mit dem Zugriff vorne. Wir haben hier noch was. Geh mal hier mit rauf, mein Freund. Geh mal hier mit rauf. Oh, der ist jetzt sowas von schlecht, oder? Es ist sowas von schlecht. Die Frage ist jetzt einfach reparieren. Achso, wir können hier unten gar nicht reparieren. Ja, dann erübrigt sich das Ganze auch. Dann wird eine französische Infanterie gebaut. Ne? Mhm. Okay, dann gut. So, wir haben bereit. Ja, das Blöde ist, dass wir die hier nicht gleich anlanden können. Ja, wartet mal, da haben wir jemanden, der... Sehr schön. Dann können wir nämlich den gleich hier hinstellen. Und Portsmouth. In Port, oh, das ist so schön hier unten. Ne? War das schon mal in Portsmouth? Das ist toll. Ich werde mal gleich hier den raus und ihn hier reinsetzen, ne? So, bei den anderen, das dauert noch ewig. Ewiglich. Aber hier kommen dann schon mal... russische Truppen, ne? Dazu, die wir da drüben auch ganz dringend benötigen, finde ich, weil der Ansturm da drüben, der ist irgendwie... funktioniert nicht so richtig. Okay, dann hätten wir das. Das ist gut. So, du bleibst hier, ne? So, dann werden wir mal das noch hier hinstellen. Kommen hier noch mit rein. Ja, wir haben hier noch mehr. Ups. Und hier kommt vor allen Dingen, und das ist wichtig, ja, eine Garnison. Aber pff, was soll's, ne? Ich bin für alles... zu haben. So, hier sind zwei Konvois, die noch kommen. Gut, und dann hätten wir Frankreich und Großbritannien erledigt. Ne? Produktionspunkte haben wir noch 27. Hm. Die heben wir uns trotzdem mal auf. Great Britain. Für, wir haben gesagt, schweres Gerät. Ne? Vielleicht holen wir uns noch eine Artillerie rüber. Denn im Ersten Weltkrieg war eigentlich die Artillerie das Wichtigste. Die haben, was die, wenn ihr mal nach Frankreich kommt und mal so ein Schlachtfeld seht, das ist wie so eine Kügellandschaft. Die haben am Tag, ich weiß nicht, wie viele Tonnen die verschossen haben, na, an Artillerie. Es ist Wahnsinn. Es ist der echte, pure, hässliche Wahnsinn. Ja, Frankreich hat hier sehr gelitten. Ne? Deswegen haben die ja auch so hohe Reparationen auch verlangt. Weil in Deutschland, dort, die haben Hunger gelitten dann, ne? Das ist ganz klar. Mit der Zeit ist natürlich dann alles auf den Krieg ja, ausgestellt worden, also alles ja, eingestellt worden, vielmehr. Und die Bevölkerung hat wahnsinnig an Hunger gelitten. Hamsterkäufe, also Hamstern war da gang und gäbe, ne?
Also wie war da der Spruch? Wer hamstert, kommt ins Zuchthaus. Wer es nicht tut, kommt in die Irrenanstalt, ne, weil er vor Hunger irr wird. Und natürlich die Frauen, die haben dann hier natürlich auch die Berufe der Männer erledigt, ne, wie, was weiß ich, schweißen und montieren und ja, jetzt können wir natürlich sagen, okay, hat sich vielleicht eine Emanzipation herausgebildet. Nach dem Krieg war das sofort wieder Männerdomäne, sowohl in der Weimarer Republik, obwohl in der Weimarer Republik, das muss man sagen, gab es das Frauenwahlrecht. Frauen konnten an Universitäten und so weiter. Also sie haben sich durch den Krieg, wir wollen jetzt nicht das als Vorteil sehen, wollen jetzt nicht Krieg als Vorteil sehen, aber durch den Krieg doch etwas emanzipiert, ne? Hitler hat das Ganze wieder umgemodelt. Er hat gesagt, die Frau muss an den Kochtopf und muss Kinder zeugen. Brutmaschine, Frau. Ne? So, wir sind hier fertig. Haben wir gesagt. Gut, dann gehen wir hier runter. Hier haben wir gesagt, das lassen wir. Hier drüben gibt es nichts mehr. Da haben wir alles rangeruckt an Schiffen. Und dann kümmern wir uns mal wieder um Serbien. Die Serben haben keinerlei Munition. Warum eigentlich? Weil immer nur drei nachkommt. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Aber die haben jede Menge Produktionspunkte wieder. Moment. Da würde ich gerne noch eine Infanterie rausholen. Die brauchen wir hier zur Verstärkung. Eindeutig. Aber drei Tage ist natürlich eine Gewalt, ne? Was haben wir denn jetzt? 1. Oktober 1914. Wir gehen langsam in den Winter. Aber hat es irgendwas zu sagen, wenn hier Winter kommt? Bin mal gespannt. Ja, die ist hier völlig für die Katzen, ne? Die nützt uns so gar nichts. So, schauen wir an, das Ganze. So, wir könnten. Können. Und wir machen. Ja, wir kommen aber nicht weiter ran, ne? Ah, oh, 08, ne? Das ist was mich einfach super irritiert hier. Ja. Weiß ich noch nicht. Ne, wir. Wie sieht's hier? Oh, wieso denn? Wieso, bitteschön? 04. Ist eine Infanterie zumindest, ne? Ja, hier haben sie uns ja was weggeschossen, ne? 2-1. Moment. 2-1. 1-3. Was haben wir hier? Eine Infanterieeinheit. Die wir hier aber auch ganz nötig benötigen. Der kommt weg. Der kommt dafür hin. Die können immer gleich schießen, ne? Manche Einheiten nicht. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Hier unten die Serben. Da kommen zu viele. Schaut mal hin. Die brennen uns hier. Die Serben, die müssen wir abschreiben. Das reicht immer nicht, ne? Wenn wir die hier noch einsetzen könnten, wird es wahrscheinlich aber auch nicht reichen. Wir schießen die nur immer an und schwächen damit unsere Linie. Na, die stürmen vor und stürmen wieder zurück und dann haben wir ein Problem, ne? Dann haben wir echt ein Problem, weil hier kommen Truppen. Gut ausgebildet. 11-9.
7-9. Ah, super. Naja. Haben wir noch irgendwas hier? Ja, nicht, ne? Was haben wir hier eigentlich stehen? Infanterieeinheiten. Ne, dann rauf nach Russland. Konnten wir hier schon? Ne, die nächste Runde haben wir gesagt, ne? So, jetzt hier. Wartet mal, wir nehmen erstmal wieder. Ach so. Ne, halt. Ne, hier sind wir. Sehr schön. Ah, Moment, da ist ja noch einer. Eine Kavallerieeinheit. Wartet mal kurzzeitig. Ach so, das sind nur zwei. Na, der auch. Okay, gut. Wartet, machen wir hier eine Blockade. Ja gut, Blockade kann man es nicht nennen. Ja gut, aber hier, das ist... Wer ist denn hier überhaupt? Admiral Scheer. Deutscher Admiral. Ja, viel ist eigentlich auf See nicht gegangen. Es gab, glaube ich, eine große Seeschlacht. Und das war's schon. Reinhard Scheer ist vor allem für seine brillanten Manöver bekannt. Er behält immer einen kühlen Kopf. Wir nicht so, ne? 1-3. Ja, ich würde trotzdem mal hier drauf schießen, obwohl, ne? Das würde uns hier... Auch von Falkenhayn. Sag mal, war denn schon immer hier ein General drin? Haben sie hier einen General reinbeordert? Erich von Falkenhayn, erfahrener deutscher Kommandeur. Das ist eine vorsichtige Art. Neigt eher zur Defensive. Haben wir den schon mal uns angeschaut? Ich weiß jetzt nicht genau. Ich kenne nur Hötzenblötz. Der ist hier unten, ne? Ja, Hötzendorf. Oh, der hat sich wieder so regeneriert. Der war bis 5 Runde geschossen. Tja, no, das ist echt nicht schön. Oh, so eine Sauerei. So ein Mist. Wie viel können wir denn hier reparieren oder müssen wir es komplett zurückfahren? Ja, wir müssen hier mal ein bisschen reparieren, ne? 3. 3. 0,5. Ihr seid Garnisonseinheiten. Könntet aber mal hier ein bisschen aushelfen. Dann kann ich nämlich die wieder auffüllen. Was ist denn eigentlich hier? Die stehen hier, ne? Und der ist auch eher sinnfrei, steht er hier. Ja, mit der Kavallerie hier rein, ne, ist natürlich auch so ein Ding. Oh, das habe ich jetzt nicht... Das habe ich jetzt echt nicht bedacht, dass hier jede Menge steht. Österreicher, ne? Wie es aussieht. Österreicher. Oh, das sind noch Österreicher. Ich denke schon, ne? Achso, halt, Diplomatie. Österreicher. Österreich-Ungarn. Ja, Österreich-Ungarn. Es ist... Ah, das ist...
Das geht gar nicht hier. Das ist... Wartet mal, wir haben hier noch eine Infanterieeinheit, die wir mal hier ranführen. Das war eine Garnison, okay. Dann müssen wir hier mal ein bisschen... Okay. Mhm. Oh, gut. Oh, gut. Dich führen wir auch ran. Wir führen dich hier oben mit ran. Ja, ach so. Ah, ich vergesse immer, der sieht so unscheinbar aus, ne? Ich vergesse den echt immer. Und mal jetzt am Anfang. Ich glaube, das hat vielleicht doch was zu sagen, dass man sieht es nur nicht. Bei Panzer Corps sieht man es sehr schön, wenn hier die Verschanzung zum Beispiel runtergeschossen ist. Aber ich habe gesehen, als ich auf dem, als ich mit dem drauf geschossen habe, konnte ich mit dem dann besser schießen. Ne? Aus irgendeinem verrückten Grund. Aus einer internen Spielmechanik heraus, die ich nicht verstehe. Ach, schön ist das alles nicht. Munition sieht echt übel aus, oder? Wollen wir schauen, ob wir dann noch ein bisschen Munition hier bekommen. Gut. Plus 6, 11 hätten wir dann. Mhm. So, die Briten. Ja, wie gesagt, das ist schwer. Das ist schwer. Lassen wir mal. Lassen wir es mal. Mal schauen, wollen wir in der nächsten Runde mal schauen, ne? So, haben wir hier noch was zum Rucken? Das U-Boot macht doch bestimmt keinerlei Schau... Oder, wartet mal, das... Ist das hier... Das ist besonders gut gegen U-Boote, ne? Lassen wir es dort stehen. Völlig nutzlos. Echt nutzlos. Sowas von nutzlos? Glaubt ihr gar nicht, wie nutzlos es ist. Gut, aus, die Maus. Dann für heute, ne? Schauen wir uns mal den Frontverlauf an kurz. Ja, also ich glaube, Serbien werden wir verlieren. Die drücken dermaßen, hier oben sind auch ganz viele Deutsche, also wo die Deutschen alle herkommen, ne? Die bringen so viel. Hier war die Möglichkeit gegeben, Lüttich zu erobern. Und dort hätten wir uns festsetzen können. Wie... eine Zecke. Da hat man es festgebissen. Wir hätten es sein lassen müssen hier. Ja, das war ein Fehler. Lüttich war ein Fehler. Ciao, ciao.